Hallo Leute, herzlich willkommen zu Fettsack reagiert. Schön, dass dein fetter Charge eingeschaltet hat. Es ist 12 Uhr morgens, Alter. Ich verspreche mir wahrscheinlich öfter auch hier in dem Video, Leute, weil ich habe nichts gegessen. Ich habe Hunger wie sonst was. Aber ich dachte mir, Digga, bevor du jetzt irgendwie die Essen reinballerst, dir was gönnst oder allgemein einfach frühstückst, Digga, will ich mir erstmal ein Video angucken, um noch mehr Hunger zu kriegen. Ich möchte mich wie ihr fühlen, wenn ihr ein Video von mir anschaut. Aber ich hoffe, ihr habt auch Hunger. Wenn nicht, ne, dann werdet ihr jetzt hoffentlich Hunger kriegen, weil wir gucken uns jetzt an, wie Döner in Dubai schmeckt. Das finde ich super interessant, nicht nur, weil ich Hunger dadurch kriege, sondern einfach, weil es mich wirklich auch interessiert, weil ich finde es immer sehr, sehr geil zu wissen, wie schmeckt da Döner, hier Döner. Wir Deutschen sind asozial verwöhnt. Wir haben einen geilen Döner, wirklich, wir haben einen Bombendöner, ne? Aber ist in Dubai der Döner genauso gut? Ich sag jetzt schon mal, ich glaube, der Döner ist nicht schlecht, weil Dubai kommt mir irgendwie vor wie so ein Kopierland, so ein bisschen. Also, gar nicht böse gemeint, sondern in dem Sinne, mir kommt vor, Dubai hat alles Gute aus Europa genommen, alles Gute aus Amerika und in eine Stadt reingeballert. Vielleicht laber ich auch scheiße, aber so kommt es mir ein bisschen so, wenn ich so Dubai-Videos angucke, rüber. Ich bin gespannt. Was? Ich lasse mich jetzt überraschen, ja, was für ein Döner es geben wird. Ich habe extra auch laut geschaltet, damit sich keiner beschwert, weil es zu leise ist. Let's go. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ja, mir geht schon gut, aber das Video kommt jetzt einen Tag zu spät auf Vivanio. Das macht mich schon ein bisschen fertig. Ihr seid alle gut drauf. Heute, meine verehrten Zuschauer, testen wir den Döner in Dubai. Okay, ich nehme vielleicht doch zurück, was ich gesagt habe. Gott, oh Gott, das sieht aus wie das größte Hackfleisch überhaupt, Alter. Und die Tomate, sie ist riesig. Okay, das sieht in Ordnung aus. Aber irgendwie, das Fleisch sieht echt billig aus. Was kann der Döner in Dubai? Wir besuchen heute einen... Da stand sogar German Döner Kebab. Habt ihr das gesehen auf der Serviette? Frechheit. German Döner Kebab. Also, ey, wir Deutschen, wir können es, was Döner angeht. Döner in Dubai. Wir besuchen heute einen... Ja gut, auf dem Schild steht German Döner. Also einen deutschen Döner in Dubai. Mit an meiner Seite heute... ist Lukas Geigenmüller. Special Guest. Immer her. L.U. Oh mein Gott, woher habe ich das denn hergewusst? Herzlich willkommen in Dubai. Da würde ich mal sagen, wir gehen jetzt... Aber krass, dass das so dicke Friends geworden sind. Die chillen echt zusammen in Dubai und so heftig. Einfach mal rein in den Dönerladen und gucken so, wie der Döner schmeckt, verehrte Zuschauer. Hallo. Hi. Ob die Deutsch sprechen können, das wäre jetzt mal interessant. Die Öffnungszeiten sind schon mal wild, von 11 bis 2 Uhr morgens. Hi, Sir. My friend, we are from Germany. We would like to taste German Döner, ja? Yeah? Yeah, die Karte ist schon mal fresh. Haha, Digga, die können doch nur enttäuscht werden. Ich muss sagen, guck mal, wir Deutschen, wir haben halt einen geilen Döner. Und der kann halt... Ich glaube nicht, dass in Dubai der besser ist, so auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt auf den Preis, aber ich glaube, Dubai ist schon eine teure Stadt. Was sagst du zur Karte? Das sieht auf jeden Fall fresh aus. Ein Kalorienkebab hier. Oh, Kalorienkebab. Du hast nur 600 Kalorien. Da 5,99, aber Dubai hat ja natürlich eine eigene Währung. Ist ja nicht Europa. Dubai-Währung. Was haben die? Die haben die Vereinigten Arabischen Staaten Währung in Euro... Also ein Ding da ist 24 Dinger und es kostet 6 Stück davon, ne? Also rechnen wir mal um, damit wir hier uns auch bilden. 1,44 wäre das nur? Wow, für einen Döner 1,44 ist aber echt ein Schnapperangebot. Mit 585 Kalorien. Doritos Crunch. Okay, der sieht geil aus. Also der Burger, wenn man nach links, der sieht super interessant aus. Ey, hier ist kein Rahmen. So, der sieht echt cool aus. Doritos Crunch Burger. Burger? Ey, Bruder, die haben hier schon Freestyle mit Käsesoße nochmal rein. Dann hol ich einfach mal den Crunch und den Dürüm einfach, alle drei hier oben. Die drei. Ja. Geil, er holt den Burger. Ja, ja, Yusuf gefällt mir. Der hat Fettsack-Ansätze, die finde ich gut. Der wird schon irgendwie gegessen. Ich hätte es genauso gemacht. Friend, can you make me Döner Dürüm, oder? Dürüm? One Dürüm? Okay. Guck mal, für die Haare hat er mir so ein Netz gegeben. Ja, da kann ich kurz rein, dann filme ich euch das Ganze hier ab. Oh, jetzt bin ich mal gespannt auf Dönerspieß, Leute. Was ist das für ein Ding? Oh, knusprig sieht's aus, ne? Der rechts sieht jetzt ein bisschen aus, aber der links sieht schon schmackhaft aus. Ich finde ganz ehrlich, der hat doch schon was, der linke. Jetzt. Doch, der könnte doch in Deutschland auch genauso stehen, Mann. Das ist Chicken. Das ist der Chicken-Spieß, Leute. Ich finde, das sieht gut aus. Also echt, jetzt, der sieht doch nice aus. Der sieht halt. Das ist halt asoziales Hackfleisch. Das ist 100% Hackfleisch. So nicht mal, glaube ich, wahrscheinlich 1% irgendwie Kalb oder sonst was. Genau das meinte ich. Ey, krass, das ist genau das Beispiel, was ich angeführt habe bei euch. Ich habe euch doch erzählt von diesen Hackfleischspießen und so. Und das sieht halt 1:1 aus, wie so ein Glatzkopf, wo man so raufklatschen würde, ne? Krass, muss ja nicht sein, dass das scheiße schmeckt. Nur ist mir halt direkt aufgefallen. Ich bin gespannt, ob sie es als Kalb verkaufen. Das machen ja viele Dönermänner in Deutschland. So ein Hackfleischspieß? Okay, Yusuf sagt Hackfleischspieß, okay. Rotkohl. Alter, wie fett sind die Tomatenscheiben? Weißkohl, Tomate, Zwiebeln. Und nochmal Tomate, hallo. Tomaten. Boah, Soßen, wichtig. Hallo.
Die haben sogar Käse. Penne ist alles Mögliche, ja, mit den ganzen Soßen. Ich muss sagen, rechts ist auf jeden Fall ein fetter Hackfleischspieß. Ja. Der sieht so, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ja, ich schwöre, Lukas und ich, hallo, Freunde. Naja, da habe ich auch irgendwie so skeptisch vor. Es heißt nicht, dass es scheiße schmeckt, ich finde es nur nicht so geil, wenn Leute sagen, wenn Dönermann verkauft es als Kalb und es ist halt, oder was weiß ich, oder was ist ein fucking Hacksfleisch, so. Das billigste Fleisch, was geht. Fleischspieß, okay. Ja, aber der linke ist... Obwohl, Schwanenfleisch, glaube ich, billiger. Der linke ist halt Hähnchen. Gute Geschichte, das ist Chicken. Chicken, ja. Ja, gucken wir mal auf der Hackfleisch, aber Hackfleisch... Ich würde den Chicken nehmen. Nehmt den Chicken, Jungs. Ah, sie haben wirklich nicht Chicken, genau. Guck mal, jetzt könnt ihr es auch sehen. Aber schlecht sieht das, also sieht jetzt nicht komplett schlecht aus oder so. Ich habe echt schlecht. Ich habe ja in Amerika mal Döner gegessen. Habe ich euch, glaube ich, habe ich ein Video dazu gemacht. Gott, oh Gott, sah der schlimm aus. Der sah wirklich aus wie eine Katastrophe. Aber der sieht echt nicht schlecht aus. Also für ein fremdes Land, sag ich mal. Man soll jetzt nicht den Kollegen hier verletzen, wenn es nicht schmeckt. Ja. Yeah. Okay, also so normal halt. Wenn es nicht schmeckt, sage ich halt immer, ist nicht meins. Was? Ist nicht meins. Da bin ich radikaler. Vielleicht mögen das auch einige nicht. Ich sage, es schmeckt scheiße. Weil ich bin einfach nur ehrlich. Aber ich muss sagen, vom Aussehen her, jetzt ganz ehrlich, auch der Dürüm sieht richtig fett aus. Der Burger, den würde ich mal gerne ganz näher noch sehen, weil Doritos mit Käsesoße, ich glaube, da kann ja schwer was schief gehen. Was sagst du zur Optik erstmal, der Döner so? Was sagst du? Ja, also wie vorhin schon gesagt, wir haben auf jeden Fall einen Hackfleischspieß, der sehr hackfleischig aussieht. Also es gibt ja diese Hackfleischspieße, die noch zwischendrin das Scheibenfleisch haben, aber der sieht auf jeden Fall aus wie einfach nur so eine fette Wurst. Eieiei, Lukas spricht aus, was ich gedacht habe. Spieß, Toastmuster sieht auch krass aus. Irgendwie wie eine Waffel. Wie so ein, sieht echt aus wie eine Waffel. Eine Waffel, also das Toastmuster ist wirklich sehr, sehr krass. Das Muster sieht elegant aus, die Pommes halt Standard. Soßen haben wir hier. Das finde ich aber krass, dass die Soßen du da irgendwie dazu kriegst, anstatt dass du selber... Oder sind die Soßen also die Pommes? Weil irgendwie sehe ich keine Soße auf dem Döner und ich bin halt ein absoluter Soßen-Fanboy. Also wirklich, was eine Soße will ich immer in, in meiner Nase haben. Komm, zusätzlich... Zusätzlich ja, drei Soßen. Für die Pommes sind die gedacht, ja. Und wir haben auch einen Burger, oder? Sollen wir auf den auch noch eingehen? Wow! Das ist der Burger! Och du Kacke, sieht der nichts aus. Okay, Dönerburger, schon besonders so, aber es ist wieder dieses übelste Hackfleisch, aber einfach nur... Ach was, ich dachte, das ist eine Bulette und Doritos und Käsesoße, irgendwie... Ja, irgendwie kreativ, aber hey, ich dachte, ey Mann, der sieht irgendwie voll schäbig aus. Ja, ja, den können wir auch noch eingehen. Aber ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal den Döner. Das ist auch so eine Soße. Das ist so eine... Hat doch jetzt eine Soße drin, aber die ist ja versteckt wie sonst was. Cocktailsoße mit Kräuter. Ja, so Knoblauchkräuter. Ja. Okay, gucken wir mal, was der kann. Und auch elegant verpackt, ne? Mit so ja, die Verpackung ist auch auf jeden Fall. Alles in der orange-schwarzen Optik. Okay, bismillah. Mahlzeit, ja? Jawohl. Mahlzeit! Ach, ganz ehrlich, so ein Döner, den könnte man genauso in Deutschland verkaufen. Der sieht jetzt echt nicht so anders aus. Eigentlich schon mit gleich. Oh. Oh Gott, ich hatte lange keinen Döner mehr. Lange, Mann. Ihr Schweine, lange. Ich bin nicht auf Döner in Zug, aber lange keinen Döner mehr gehabt. Hm. Nein, nicht sauber machen. Na. Standard-Dürren. No. Erstmal so die ganzen Hoffnungen so zerstört. Er hat vorher was gegessen und das ist bei mir das Erste. Heute. Hat auch viel Einfluss. Hat sehr viel Einfluss, ja. Wenn du noch Hunger hast... Schmeckt alles besser. Ich schwöre, wenn du Hunger hast, schmeckt alles nochmal ein Stück besser. Das ist ein solider Döner. So, ich würde jetzt sagen, Durchschnitt. Ich habe krasser gegessen. Da fehlt so... Ja, aber es ist auch ein fremdes Land, ne? Also muss man einfach nochmal sagen. Ich glaube, Dubai ist jetzt nicht bekannt dafür, dass... die reichen Scheiß gesagt haben, Bruder, lass mal Döner, Kebab machen, Abi. Nee, das glaube ich nicht. Deswegen finde ich das schon gut, wenn es wirklich Standard ist, weil, ey, Digga, ich hatte, wie erwähnt, in Amerika wirklich ein Döner, das war eine 0, das war eine 1, das war wirklich super schlecht. Und das ist ja schon eine übelste Steigerung, wenn es Standard ist, also sagen wir eine 5 von 10 oder sowas. Deswegen ist ja schon mal cool zu wissen, dass man in Dubai, wenn man auf Döner entzug ist, dass man da auch einen halbwegs netten Döner kriegt. So ein Ding, so ein Pep irgendwie. Der Juice fehlt. Ja, im Fleisch fehlt einfach dieses... Der Kick. Sehr Standard, das Fleisch. Ja. Also, das ist nichts so... hat nicht viel Power, sagen wir so. Hat nicht sehr, sehr viel Geschmack, nicht sehr viel Charakteristik. Und so von der Zutatenzusammensetzung ist es, wie gesagt, so Standard-Berlin-Style. Es gibt diese zwei Soßen. Ich weiß nicht, die eine ist so Knoblauch-Kräuterig oder gibt es so eine... Aber ist geil. Also Knoblauch in Hamburg leider super selten irgendwie. Was auch immer. Ich weiß nicht, ob Hamburg da hinterherhängt. Denn Hamburg ist Cocktail eher beliebter und ich weiß, viele mögen auch Cocktail so. Habe ich auch oft in meinem Livestream nachgefragt. Die Leute mögen Cocktail mega und so. Aber ich muss sagen, ich hätte mehr Bock auf wirklich viel, viel mehr Bock auf Knoblauchsoße. Ich finde Knoblauchsoße ist herrlich. Allgemein alles mit Knoblauch ist irgendwie gut. Ich mache mir auch super gerne Knoblauch einmal ins Essen rein. Würde ich auch sagen, ja. Und die andere so... Guck mal, Leute, ich bin nicht live und dieser Typ
ist der Infri, ich habe den Namen jetzt nicht ganz genau gesehen, der haut einfach einen Zap raus, einfach so. Was korrekter Ehrenmann, vielen lieben Dank, ey. Schmecke ich jetzt nicht wirklich raus, wie du auch schon gesagt hast. Das Fleisch holt mich jetzt halt nicht so an, so ein bisschen, das Fleisch schmeckt so leicht wurstig. Ich habe ja mal in Hamburg den schlechtesten Döner gegessen. Ich glaube, der ist noch mal schlechter als der. Es ist einfach zu, es ist zu viel Hackfleisch. Es ist zu hackfleischig, ja. Fehlt diese Fleischkonsistenz. Aber, genau, dieser Biss einfach. Ja, okay, ist ein sehr krass Standard-Döner, aber komm schon. Ich setze alle meine Hoffnungen in diesen Burger. Burger genommen, wer kommt auf sowas? Das habe ich noch nie gesehen, Finde ich auch voll die geile Idee, Mann. Voll die geile Idee. Doritos. Ich habe auch gesehen, bei Subway habe ich mir Nachos bestellt und die haben einfach Doritos genommen. Ich dachte so, die machen jetzt so richtig selber Nachos und so, aber die benutzen da auch Doritos. Noch mit dabei, ein super weicher Bun mit dieser, ich glaube, es ist die Dönersoße, die er Fokus verwendet hat, oder? Ein Döner-Burger. Ist für den so rum? Also Idee geil, komm. Aber das Hackfleisch wird safe wieder alles zerstören, bin ich sicher. Alter, da hab ich ja null Crunch gehört. Schade, ich glaube, die Doritos sind auch schon ein bisschen eingeweicht. Okay. Was Essen angeht, ist Dubai echt krass, ne? Da könnte man echt coole Videos drehen. Ich muss sagen, die Idee ist gut. Na, jetzt kommt der Satz, den ich glaube, ich denke. Idee gut, Umsetzung, naja. Warum nicht? Ich finde auch das Brot super weich, auch die Idee mit den Chips finde ich cool. Die Konstruktion wieder, aber selbes Problem wie davor. Das Fleisch ist nun mal dasselbe Fleisch. Kann ja vielleicht ein anderes werden, hat er recht, ne? Schade, weißt du, die Idee ist ja cool, so ein Dönerburger, habe ich auch noch nie gesehen. Da noch mit Doritos und Käsesoße, um alle abzurunden. Digga, hätten jetzt einfach noch, ich würde mich fragen, ob es mit Chicken besser gewesen wäre. Weil, ich meine, es gibt ja auch geile Chickenburger. Ich muss allgemein auch sagen, zum Burger King nehme ich viel lieber Chicken anstatt Beef. Und dann, ich glaube, hätten die einfach Chicken genommen, wäre es vielleicht oder sehr wahrscheinlich besser geworden. Na, schade. Aber gut zu wissen, Leute, dass, falls ihr mal in Dubai seid, dass ihr nicht auf komplett Döner verzichten müsstet, wenn ihr da seid, mal seid. Ich bin mal gespannt, wie wir das machen werden. Falls ihr mal in Dubai, dann machen wir auch vielleicht mal Döner-Test in Dubai. Bisschen wieder das Fettwissen erweitert. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, Leute. Bisschen euer Wissen erweitert. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.